Ich habe aufgeschrieben, leichte Sprache in Bus und Bahn. Und dann noch ab Ostern digitale Stadt Blau. Ich heiße Sandra Greiner und ich bin für die Sozialplanung da. Und wir haben uns mit der KVV zusammengeschlossen, weil wir festgestellt haben, es gibt viele Themen der Barrierefreiheit, die mit Bus und Bahn zusammenhängen oder den Haltestellen. Aber wir haben auch Themen wie den digitalen Stadtplan, haben wir herausgefunden, dass der nur noch veröffentlicht werden muss und bekannt gemacht werden muss. Diese Themen nehmen wir mit und werden die Behindertenbeauftragte mit einbinden, den Beirat für Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, wir können uns auch ans Amt für Abfallwirtschaft wenden. Wir haben auch ein Mülltonnen-Thema, aber ein bisschen anders gelagert. Würden wir alles mitnehmen, oder?